Heute gibt's Erbseneintopf, aber nicht den von Oma. Wir zeigen euch, wie ihr mit ein paar Gewürzen einen Eintopf kocht, nachdem sich alle die Finger schlecken werden. Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Wir testen uns gerade durch alle möglichen Hülsenfrüchte. Und da habe ich hier im Supermarkt diese grünen Erbsen gefunden. Die sind super günstig. Also hier die 500 Gramm Packung kostet gerade mal 1,99. Wenn man sich überlegt, dass die sich nach dem Einweichen in der Menge und dem Gewicht verdoppeln, ist das echt ein Schnäppchen. Wir haben die Erbsen eingeweicht, dann können wir alle Zutaten gleichzeitig garen und verbrauchen am wenigsten Energie. Falls ihr das Einweichen überspringen wollt, könnt ihr die Erbsen im Schnellgarer direkt vorgaren. Das dauert etwa 30 Minuten. Davon abgesehen sind die Hauptzutaten recht überschaubar und unterscheiden sich kaum vom klassischen deutschen Eintopf. Den entscheidenden Unterschied machen später die Gewürze und Kräuter. Wir haben sie leicht abgeändert und schon bekommt der altbewährte Klassiker ein neues Geschmacksprofil. Wir kochen unseren Eintopf heute im hochmodernen elektrischen Schnellgarer. Dabei ist der Eintopf eigentlich eines der ältesten Gerichte überhaupt. Macht ja auch Sinn. Das Einzige, was man dafür braucht, ist eine Feuerstelle und ein Gefäß, das nicht kaputt geht. Und tatsächlich hat man die ersten archäologischen Spuren schon vor 14.000... Nee, man hat sie nicht vor 14.000 Jahren gefunden. Die sind 14.000 Jahre alt. Soll nur heißen, der Eintopf ist uralt. Hier seht ihr auch schon den Unterschied zum klassischen Erbseneintopf. Wir stellen uns erstmal eine Gewürzgrundlage mit ganzen Gewürzen, Zwiebeln und Ingwer-Knobi-Paste her. Wenn man sich überlegt, dass ein Curry eigentlich auch nur ein Eintopf ist, dann liegt die Idee, das indische und deutsche Rezept miteinander zu verbinden, eigentlich recht nah. Zusammen mit den Pulvergewürzen geben wir auch die Kartoffeln und Karotten hinzu und rühren sie unter, bis sie von allen Seiten gut mit der Masala-Grundlage bedeckt sind. Den Bodensatz könnt ihr beim Bedarf mit ein wenig Wasser lösen. Jetzt kommen die Tomaten hinzu. Wir nehmen dafür Tomaten Passata, die gibt eine gute Soßengrundlage. Und dann kommen auch schon die Erbsen. Sieht zwar aus wie TK-Erbsen, aber das sind unsere eingeweichten Erbsen. Schaut mal, wie schön grün sie geworden sind. Meine Oma in Indien hat die gelben Schälererbsen verwendet, aber die haben wir im Supermarkt nicht gefunden, also machen wir das Ganze mit grünen Erbsen. Bedeckt alles mit Wasser. Wir nehmen etwa 800 ml oder bis das Wasser etwa 1,5 cm über dem Gemüse steht. Schmeckt alles mit Salz und Senf ab. Stell den Schnellgarer auf 5 Minuten High Pressure und 15 Minuten Natural Release. Statt klassisch mit Petersilie würzen wir den Eintopf mit Kasturi Methi. Das sind getrocknete Boxhornkleeblätter. Ihr könnt auch gerne noch ein paar Würstchen reinschneiden oder probiert es doch mal mit Panier aus. Halt, noch nicht wegschalten. Erst kommen noch die Toppings. Die sind essentiell für das Geschmacksprofil. Wie bei einem Kichererbsen-Curry kommen Koriander, grüne Chili, rote Zwiebelchen und Zitronensaft drüber. Reicht dazu am besten ein Getreide. Mit Reis oder Brot schmeckt es einfach besser und so bekommt ihr alle essentiellen Aminosäuren in einem einzigen Gericht. Wir hoffen, euch gefällt unsere Version vom deutschen Klassiker und ihr kocht euch auch mal wieder einen Topf. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Tschüss!